Wir haben uns gestritten, wo wir im nächsten Urlaub hin wollen. Ist ja eigentlich auch egal. Nicht ganz. Der Streit hat Ihnen das Leben gerettet. Sophia, fahren Sie Frau Engisch nach Hause. Ich fahre zu seinen Eltern. Guten Morgen, Herr Schmalek. Moin. Buddy! Entschuldigung. Buddy, komm her! Buddy! Buddy, komm Buddy. Her! Mike! Mike, komm mal den Hund rein! Der Mike muss ihn in die Hundeschule tun. Das ist der Hund von meinem Sohn, entschuldigen Sie. Unerzogenes Hundi, du. Wo ist denn der Mike? Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Wer sind Sie? Kriminalhauptkommissar Stolberg, Kripo Düsseldorf. Kann ich zu Ihnen reinkommen? Setz dich hin. Ich mach das schon. Geh, setz dich rüber. Ich kümmere mich um alles. Wann ist das passiert? Die Uhrzeit? Um 3 Uhr morgens. Ein guter Mensch. Hat mich gemeldet, der Mike. Noch bei Ihnen gewohnt? Ja. Mike war ein hervorragender Student. Er hatte Ziele. Er war aktiv in jeder Beziehung, hatte soziale Verpflichtungen, hatte den 2. Dan im Aikido, trainierte die Kindergruppe, hatte eine Freundin, ein bildschönes, gescheites Mädchen, um das ihn jeder beneidet hat. Simone Engisch? Ja. Sie war am Unfallort, sie hat gesehen. Wie geht es ihr? Wir haben uns um sie gekümmert. Der Kalender zeigt den Mai letzten Jahres. Ja und? Hat ihm wahrscheinlich das Motiv so gut gefallen. Junge Leute haben ihren eigenen Geschmack. Sie sagten, jeder habe Mike um seine Freundin beneidet. Gab es da konkrete Neider? Sehr gute Frage. Jürgen, der Mike, der kann heute nicht. Der kommt heute nicht, der Mike. Der kommt quasi gar nicht mehr, der Mike. Komm, Schatz, komm rein. Du musst dir was anziehen. Ja, Jürgen. Du kriegst deine Eltern. Hallo? Ist der Mike tot? Wie ist denn der Mike gestorben? Bei einem Motorradunfall. Woher kanntest du ihn? Er hat mit mir trainiert. Wing Chun. 2-mal die Woche. Mittwoch und Freitag. Können wir bitte anhalten? Mir ist schlecht. Ja. Geht's wieder? Wann hast du den Mike zum ersten Mal gesehen? Vor 6 Monaten. Hey,
Hey, pass doch auf. Schöne Würstchen. Rosi. Sag mal, meinst du, es wäre möglich, uns ein bisschen Geld für den Kicker zu geben? Und noch etwas Bier? Ja. Gebt ihm bitte das Geld zurück. Wieso? Das hat er uns doch freiwillig geliehen. Gib mir mal die Hand. Jetzt hast du mir freiwillig die Hand gegeben und ich kugel dir einen Arm aus. Glaubst du nicht? Ich kann das ganz gut. Es ist nur ein Ruck. Tut es weh? Ich gebe das Geld zurück. Es ist jetzt freiwillig. Du musst über Freiwilligkeit nachdenken. Wenn ihr es nochmal macht, dann habt ihr ein Problem. Ich heiße Mike. Ich bin der Jugendbetreuer. Jürgen. Du musst lernen, dich zu verteidigen, Jürgen. Komm, ich kaufe dir eine neue Wurst. Warum hat sich der Mike so um dich gekümmert? Willst du dich irgendwo hinsetzen? Der Mike hat sich um mich gekümmert, weil ich ihm leid getan habe. Der Mike hat gewusst, dass ich viel Pech gehabt habe im Leben. Weil ich habe keinen Bruder mehr. Manchmal habe ich gedacht, der Mike will jetzt mein Bruder sein. Wie so ein Engel vielleicht. Ja. Der wollte so eine Art Engel sein, der Mike. Ich gehe jetzt lieber zu Fuß. Hallo Sophia. Ich gebe Ihnen gleich Mike Schmolex Telefonnummern. Ich brauche eine Anrufliste der letzten 12 Monate. Ein- und Ausgang. Ja. Und finden Sie heraus, was für ein Student er war. Sprechen Sie mit seinen Kommilitonen. Ja? Okay, kümmere ich mich drum. Gut. Ich will die Leiche von Mike Schmolek sehen. Und wer sind Sie? Ich bin der, der den Fall untersucht. Okay. Der Schmolek, Michael. Voilà! Keine Drogen, kein Alkohol im Blut. Wir konnten einer Muskelkontraktion seiner Hände sehen, dass er bis zum Schluss hat versucht zu bremsen. Aber das ist normal für einen Motorradunfall. Tod durch Genickbruch. Rippenserienfrakturen, linksseitig massive Einblutung. Was man sehr schön sehen kann, ist, dass der Brustkorb eingedrückt ist wie so ein Überraschungsei. Tag, Florian. Bremsflüssigkeit. Da sind noch nie Autos oder Räder sabotiert worden. Also nicht, dass ich wüsste. Du warst ja bei ihm, als er da verunglückt ist. Und ich dachte mir, ob du vielleicht sein Handy gefunden haben könntest. Simone, du lügst. Mach dir das klar, mein Sohn ist tot. Der Mike ist umgebracht worden. Gab's da irgendwas im Handy, was du löschen wolltest? Du darfst mich jetzt nicht anlügen, Simone. Ich hab das Handy nicht. Warum? Hattest du was mit Enno? Kann es sein, dass es Enno war? Da gab's doch Stress zwischen dir und Mike in letzter Zeit. Das habe ich doch gemerkt. Ich hab nichts mit Enno. Dann war was anderes mit Mike und Enno. Wenn du jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann machst du dich schuldig. Wie lange kennen wir uns, Simone? 3 Jahre?
Freunde. Warten Sie, ich habe Filme von früher, da kann ich es Ihnen zeigen. Ecki, mein Büro bitte. Sparen Sie sich das Beileid. Ecki, kommst du? Kommst du bitte? Wo wir gestiegen sind. Die Waffe ist schnell. Noch sein Auftritt und Sie kriegen Ärger. Sie ermitteln zu lasch. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass Simone vielleicht Mikes Handy haben könnte? Ja, davon gehe ich aus. Warum hassen Sie Herrn Meier? Weil ich Menschenkenntnis habe. Keine Antwort. Neue Frage. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn? Haben Sie oft mit ihm gesprochen? Sich ausgetauscht? Von Vater zu Sohn? Wussten Sie, was Ihren Jungen so bedrückt und beschäftigt hat? Leck mich am Arsch. Meine. Nein, meine. Die Nummer von hier. Vom Präsidium. Es scheint etwas gegeben zu haben, das Mike gerne mit einem von uns besprochen hätte. Das. Keine Ahnung, das kann ich mir nicht erklären. Angesichts der Tatsache, dass Sie nicht einmal ansatzweise nachfragen, schließe ich, dass Sie Mikes Geheimnis kannten. Nein, keine Ahnung! Keine Ahnung, Mike hat mir nichts davon erzählt. Hat es irgendwas mit Drogen zu tun? Sind Sie da etwas reingeraten? Nein, 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 nein. Was würden wir finden, wenn wir bei Ihnen eine Haaranalyse machen? Wahrscheinlich alles Mögliche. Das hat aber nichts mit Mike zu tun. Und außerdem bringt es nichts, wenn Sie mir immer wieder dieselben Fragen stellen. Herr Meier, Sie irren sich gewaltig, wenn Sie glauben, dass ich das nicht rauskriege. Welchen Jungen hat Ihr Sohn gesucht? Jürgen? Der heute Morgen hier war. Warum hat sich der Mike so für den Jürgen interessiert, Frau Schmolek? Woher kannte er ihn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht aus dem Jugendfreizeitheim. Vielleicht hat er auch von ihm Jürgen gelesen in der Zeitung. Ich weiß es nicht. Mikey, magst du ein paar Vitamine? Lass mich in Ruhe. Wie sind denn die Jungs da? Lass mich alleine! Raus! Das verstehst du nicht. Auf alle Fälle hat er immer gesagt, der Jürgen, der ist so arm. Arm inwiefern? Weil er eben nicht das hatte, was Mike hatte. Und dann hat er ihn noch oft mitgebracht, so. Darf ich das? Ja, ja. Natürlich. Das war dann wohl mein Mann. Florian, geben Sie eine Fahndung aus, bitte. Gesucht wird Schmolek Herbert, unterwegs mit einem dunkelblauen PKW, E-Klasse. Amtliches Kennzeichen Düsseldorf, Martha Siegfried 664. In Düsseldorf, ich komme mit einer PKW-Fahndung. Gesucht wird eine dunkelblaue E-Klasse mit dem Kennzeichen Düsseldorf-Martha Siegfried 664. Fahrzeugführer ist vermutlich bewaffnet. Im Anschaffungsfall Fahrzeug nicht anhalten. Sofortige Nachricht ans KKL. Klar, der Mike, der hat sich hier vor. Was hat er gemacht? Die haben ordentlich einer reingehauen. Aber ist nichts Schlimmeres passiert. Hat er nur den Namen Jürgen Langhoff erwähnt? Hoffentlich nicht.
müssen wir? Keine Ahnung. Kommen Sie. Guten Abend, Herr Langhoff. Ja? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Stolberg ist mein Name, meine Kollegin Frau Lechner. Wir haben ein paar Fragen. Es geht um den Unfall Ihres Sohnes im letzten Jahr. Der Jürgen hat auch gerade Besuch deshalb. Wen denn? Den Vater von seinem besten Freund. Ist sonst noch jemand in der Wohnung? Nee, nur ich. Herr Langhoff, begleiten Sie bitte meine Kollegin zu unserem Wagen. Ich erkläre Ihnen gleich, warum. Kommen Sie bitte. Hast du die Bremsen von Mikes Motorrad durchgeschnitten? Ich glaube aber, dass du das warst. Ich wiederhole jetzt meine Frage. Guten Abend, Herr Schmolleck. Hallo, Jürgen. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich unterhalte mich mit dem Jungen. Hat der Mann dich bedroht? Ich versuche einfach nur, die Wahrheit rauszufinden. Herr Schmolleck, das versuche ich auch. Jürgen. Willst du mir nicht was erzählen? Der Mike. Das war doch dein Freund. Das habe ich auch gedacht. Aber er hat immer wieder nach dem Dennis gefragt. Und dann hat er plötzlich angefangen, mir Geld zu geben. Sobald ich ihm was von Dennis erzählt habe. Und da. Da hast du gedacht, der Mike ist nur nett zu dir, weil er den Dennis totgefahren hat? Wie bitte? Wollen Sie etwa meinen Sohn zum Mörder machen? Er hat es doch selber zugegeben. Und er hat gesagt, er stellt sich und dass es ihm so leid tut. Habe ich immer Mama und Papa gedacht. Die haben gesagt, das miese Schwein soll verrecken, das unseren Dennis umgebracht hat. Dann hast du den Bremsschlauch angeschnitten? Aber eigentlich wollte ich es gar nicht. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich dachte, vielleicht passiert es nicht wirklich. Zugegeben. Und wo ist der Haken? Simone Englisch hat uns gesagt, es sei mitten in der Nacht gewesen, als sie den Jungen überfahren haben. Der tödliche Unfall von Jürgens Bruder aber hat sich, laut Obduktionsbericht, viel früher ereignet. Gegen 17 Uhr. Da war es taghell. Soll das heißen, Mike und seine Freunde haben sich ihre Schuld nur eingebildet?